Sobald alle Ratsherren zugestimmt haben, sprecht wieder mit Crassus Curio. Er wird euch den Gürtel des Rotators geben. Und den werde ich mir jetzt auch nehmen, denn das war die letzte Person, von der ich die Stimme brauchte. Ich habe jetzt keine Zeit für Außer ich habe jetzt beim Nachspielen offscreen durch den Verlust meines Saves, also nicht wirklich Verlust durch das Nicht-Speichern, irgendeinen vergessen, aber die schwersten drei Personen haben wir auf jeden Fall hinter uns. So, und ist die Frage, ich werde jetzt einfach gleich auf Schwimmtour gehen und hoffen, dass ich da irgendwo eine Bootsanlegestelle finde, schnell. Denn dann kriegen wir das auf jeden Fall auch noch mit aufs Video. Und ich möchte jetzt nicht... Für diese Woche möchte ich nicht mehr als unnötig jetzt noch unterbrechen hier. Ich glaube, es gab genug Unterbrechung für diese Woche. So. Geil. Gut, hier muss ich noch nicht schwimmen. Das geht erst da drüben. Mann, ey. Und einen schönen Bereich laden, was so schöne Verzerrungen gibt. Ach ja. Auf jeden Fall habe ich am heutigen Tag gut 3 Stunden Morrowind gespielt, alles in allem. Aufnahme so ungefähr 1 Stunde und 45 Minuten. Ja, da ist ein Boot. Nehmen wir dann den Aufgang. Und das, was ich so nebenbei noch nachspielen musste, beziehungsweise wenn ich mal verkaufen war, das hat auch ganz gut reingehauen. Und die haben ja auch beim einmal ein bisschen was ausbilden lassen, also... Ja... 3 Stunden Morrowind für diesen Tag. Für 1 Stunde 45 Aufnahme. Das muss man auch erst einmal hinkriegen. Und nochmal Bereich laden. Aber naja. Wie gesagt, ich gelobe Besserung, dass es in der nächsten Woche mit Morrowind... also viel besser vorangeht, dass ich nicht so verplant bin. Dass ich nicht so viele Unterbrechungen brauche, dass es allgemein besser läuft, weil ich glaube, das ist gerade echt nicht so schön gewesen diese Woche. Naja. So. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt auf Telvanni, da muss ich Arena und dann. Sucht euch jemand anderen, den ihr langweilt. Ja, ja, ja. Ich hatte zwischendurch auch irgendwie mal ein Kopfgeld, was ich dann quasi bezahlt habe. Es waren irgendwie 370 Draken. Und ich glaube. Es gibt ja noch so Ordinatoren. Und weil ich hier noch so Indoril-Helm und ich habe bestimmt noch irgendein Indoril-Teil. Oder ist es nur noch der Helm? Weil ich den Helm noch anhab und das von den Ordinatoren so getragen wird, denken die, glaube ich, dass ich da einen Ordinator getötet habe, um an den Helm zu kommen. Ja. Fällt weg, Arena. Right. Sind wir noch nicht im Olms? Doch, Olms. Und deswegen greifen mich die Ordinatoren immer noch an und ich kann denen nichts irgendwie gut tun. Also, solange ich wahrscheinlich diese Ordinatorenrüstung tragen werde, werden die mir auch, ja, böse gegenüberstehen und manchmal greifen sie von sich an. Aber manchmal, gut, wenn ich sie anschnacke, dann sind sie erst sauer. Und ich habe eigentlich keine Lust, jeden einzelnen Ordinator hier um die Ecke zu bringen. Gab es hier noch irgendwelche Läden in dieser Sektion? Engling. Spukhaus. Warte mal. War ich überhaupt schon beim Curio? War der? Ne, der war auf dem... Der war nicht auf Olms. Ich bin ja auch... Das habe ich auch schon wieder vergessen, ey. Der war nicht auf Olms, der war auf dem... Der war im Lalu. Geil, ey. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass ich für diese Woche endlich fertig werde. Und wir befinden uns auch schon im letzten Video, also ist das der Sonntag. Aber ihr dürft das Video natürlich gucken, wann ihr wollt. Das wird ja auch noch lange nach dem Sonntag zur Verfügung stehen, ja. Ist ja nicht so, dass man das alles gucken muss, wenn es hochgeladen wird. Aber ihr habt dann immer einen besseren Anhaltspunkt, wenn ich sage, jetzt ist an diesem Sonntag oder... Ich bin gerade im Sonntagsvideo, als wenn ich sagen würde, wann ich aufnehme. Oh Mann. So, gehen wir da nochmal rüber. Denn ich werde das Boot nehmen. Weil das dann sonst doch schon noch ein großer Fußweg ist. Bring mich nach Lalu. Und wenn ich Hortator dieses Hauses binne, dann muss ich mich auch nicht mehr um diesen Hausnamen kümmern, ja. Dann sollte ich das eigentlich auch hinter mich gebracht haben. Denn das nächste Haus wäre dann das Haus
Lasst mich eben schnell nachgucken. Na? Oh, Uschi. Vorhin hat der liebe Velkon das nochmal versucht, sich in mein Video zu mogeln, aber da habe ich gerade offscreen mein Save nachgespielt. Und, ja, nochmal einen schönen Gruß an Velkon und danke, dass du deinen Wetteinsatz ehrenhaft eingelöst hast. Denn er hat mir schön Met zugesendet. Jetzt. Uschi, wir regeln das gleich. Narr. Seht ihr, wenn ich ihn jetzt ansabbel, dann ist er mir sehr böse. So. Hier waren aber auch ein paar Händler. Die müssten eigentlich mittlerweile wieder... Pfandleier. Da werde ich doch sicherlich ein bisschen Kleinkram los, den ich jetzt so aufgesammelt habe. Ein paar Diamanten und ein paar... Oh, hier ist ja auch noch ein Ordinator. Das ist natürlich schlecht, dass die hier in Vivek die ganzen Leute immer beschützen. Oh, warte mal. Der hat nicht so viel Geld. Das Amulett. Und... zwei Rubine? Na. Ein Rubin nehme ich mir wieder. Was ist mir sonst? Verkäufer Max. Zack. Ich habe auch ein bisschen Feilschen geskillt. Über einen Ausbilder. Das heißt, dahingehend kann ich auch ein bisschen mehr verlangen. Verpiss dich doch mal! Arschloch. Und ja, dann sollten wir also nicht mehr so krass über den Tisch gezogen werden. Alchemist. Obwohl, ich glaube, für einen Alchemisten habe ich gar nicht mal was dabei. Aber vielleicht hat sie ja ein paar Tränke. Ich bräuchte ja sowieso ein paar Magietränke. Habe ich was für einen Alchemisten dabei? Ein Seelenstein? Nimmst du sowas? Nee, dachte ich mir. So, ich nehme auch nur noch verfeinerte Tränke, weil alles andere ist irgendwie Mist. Um ehrlich zu sein, auf diesem Level... So, Magietrank. Warte mal, was habe ich jetzt gekauft? Arkan und Magie. Das eine ist über Zeit und das andere ist direkt. Ich werde mir auch mal so einen Lebenstrank gönnen, weil Lebenstrank müsste doch eigentlich ein Gesundheitstrank sein, bloß auch auf... nicht auf Zeit, sondern direkt, oder? Oder war das dann ein Heiltrank? Weil Heiltränke an sich verkaufen die Leute einfach meist nicht. Versuchen wir es mal mit 200. Wie viel kaufe ich denn hier? Ich kaufe drei Tränke im Wert von 80. Na gut, das sind 240. So, das ist mal mit 222. Schöne Schnapszahl. Wer auf sowas zählt, der kann jetzt einen trinken. Ich habe gerade gar nichts dabei. Ja, ich gehe ja gleich ins Haus. Ich will nur noch mal ein bisschen gucken, ob ich nicht meinen restlichen Kladderadatsch noch loswerde. Was war hier? Waren aller Art. Wird bestimmt Diamanten und so kaufen. Seelensteine. Ich weiß, ich könnte die Seelensteine auch zwar für was anderes benutzen, aber darum kümmere ich mich dann, wenn ich es wirklich brauchen sollte. So, jetzt werden wir mal hier die Seelensteine los. Und die Verkäufer Max. Na gut, dann kriegst du halt noch zwei von den Diamanten. Dann aber. Wünscht ihr. So. Dann muss ich noch... Taverne ohne Namen? Waffenschmied. Na, ich glaube, für den habe ich nichts. Zumindest nichts, was ich so schnell loswerde, weil so viel Gold hat er ja nun nicht. Mir fehlt es an Geduld für eure Fragerei. Ja, Digga, ich habe dich nichts gefragt, ja? So, das war die Tür hier. Ta-da-da-da. Ich wäre gern Hortator. Wey! Ich bin Hortator. Das heißt, das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal lesen. Ich habe einen Gürtel bekommen. Gürtel des Hortators. Magie festigen. Wait, heißt das dauerhafte Wirkung? Was macht mein anderer Gürtel? Wirken durch Benutzen. Worum geht es? Nice! Damit kann ich jetzt wirklich alle Zauber. Ihr könnt nicht in einem Bett eines anderen schlafen. Komisch, bei den anderen durfte ich das. Wünscht ihr etwas? Gut, dann gehe ich nämlich nochmal in der Taverne kurz mich regenerieren. Weil ich will mal meine Ausdauer wiederherstellen und mein Leben. Weil ich mal sehen möchte, Pfandleier. Warte mal, war ich beim Pfandleier? War ich schon. Taverne. Obwohl, ist die Frage, ob eine Taverne an sich Betten hat. Normalerweise haben das ja nur Gasthäuser. Was immer ihr auch sucht, ich bin mir sicher, dass ich nicht das, wo ihr es finden könnt. Yep. Sieht so aus. Na gut, dann machen wir das wann anders. So, wie viel Zeit habe ich noch? 5 Minuten.
Gut, das nächste Haus ist auf jeden Fall das Haus der Telvanni. Und dann sind wir auf jeden Fall, wenn wir das geschafft haben, sind wir bei allen Häusern Hortator. Das heißt, wir haben in dieser ganzen Woche nur zwei Hortator-Sachen geschafft. So, und da müssen wir nach Telvos. Oder Telfos. Je nachdem. Dann wollen wir da doch mal hin noch schnell versuchen. Ach, mein Satzbau, meine Grammatik ist heute auch wieder. Lässt sehr zu wünschen übrig. So, was ist das da unten? Kanäle. War hier irgendwo ein... Wo bin ich denn hier gerade? Hier. Da suche ich mir mal ein Boot. Guck mal, dass ich zum Fremdenviertel komme. Da drüben ist was. Aber bis ich da drüben bin, hoffe ich, dass hier auch nochmal irgendwie was ist. Denn dann werde ich schon mal nach Telvos reisen. Oder Telvos. Wie auch immer. Ja, also wenn ihr unbedingt der Meinung seid, ihr müsstet meine Aussprache korrigieren, was einige Namen angeht, ja, dann bitte immer her damit. Unbedingt. Dann spreche ich das nur noch so aus, wie ihr das wollt. Ah, wo war denn jetzt das scheiß Boot? War doch da drüben, ne? Dass ich immer keinen Fallschaden von da oben nehme, wenn ich hier runterfall. Wenn ich irgendwie anders mal einen Berg nur die Hälfte runterfall, dann nehme ich schon mehr Fallschaden. Aber naja. Sag mir nicht, ich habe mich jetzt hier falsch orientiert. Wow. War doch da drüben. Aber wenn ich im Fremdenviertel bin, dann kann ich eigentlich sowieso gleich den Schlickschreiter nehmen. Weil ich glaube, Telvos ist nochmal ganz woanders. Das heißt, wir haben dann nur noch für die nächste Woche Morrowind ein Haus zu überzeugen, dass ich Hortator werde. Und ich glaube, drei Lager müssen noch akzeptieren, dass ich Nerevarine bin. Also so Lager wie zum Beispiel... wo ist es? Das Ur-Shilaku-Lager. Solche Dinger müssen auch noch akzeptieren, dass ich deren Nerevarine bin, bevor ich überhaupt weitermachen kann. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. So, jetzt gucke ich lieber nochmal auf die Map, bevor ich hier unnötig Geld verschwende, rumzureisen, obwohl ich es natürlich auch hab. Wo bist du, Telvos? Fangen wir einfach mal von oben an. Dagonfell. Bla bla. Das ist was anderes. Alt irgendwas. Das ist auch nicht der Ort, den ich suche. Ah! Wo? Es ist rechts oben. Das heißt, es würde Sadet Mora so die Gegend. Einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen. Gehen wir erstmal nach Suran. Das ist ja schon mal nordöstlich. Beziehungsweise, na, mal gucken, ob ich da jetzt noch auf die Schnelle hinkomme. Denn sonst Sedanin, Molagmar. Gehe ich mal nach Molagmar. Wo bin ich denn dann jetzt? Hoffentlich bin ich jetzt nicht irgendwie wieder zurückgereist. Und hoffentlich brauche ich für Telvos nicht irgendwie ein Boot. Sehr schlecht. Ja, ich laufe gerade im Kreis. Gut, da ich den Weg nicht auf die Schnelle finde, verabschiede ich mich für diese Woche von Morrowind von euch. Und dann geht's in der nächsten Woche weiter mit Neverwinter Nights 2, 7 Tage lang und danach wieder Morrowind. Bis es ein anderes Projekt gibt, beziehungsweise bis eins der beiden anderen Projekte fertig ist. Und in diesem Sinne, übernächste Woche, also bei Morrowind, bin ich dann wieder fitter und bei Neverwinter Nights 2 sowieso. Also, macht's gut, Leute. Bis dann!